next agro. Vielen Dank, Herr Stavla, bitte. Herr Präsident, neben den Gründen, die der Kollege Messerschmidt jetzt gerade vorgetragen hat, die ich unterstütze, habe ich natürlich auch einzelne Punkte gefunden, die durchaus vernünftig wären, etwa den Punkt 6, wo man die Zukunft der Rentengestaltung auf drei Säulen stellen will, was auch meine Partei immer vertreten hat. Aber zentrale Punkte sind völlig abzulehnen. Etwa die Anhebung des Pensionsalters. Damit kann man die Renten nicht sichern. Damit produziert man nur weitere Arbeitslose. Wenn jemand in einem Rentenalter heute schon keinen Arbeitsplatz finden kann, wie soll er dann mit einer Anhebung des Pensionsalters noch einen Arbeitsplatz bekommen? Und der zentrale Punkt, der wird hier schlicht und einfach ausgeklammert. Das gesamte Pensionssystem ist nicht finanzierbar, wenn wir nicht zu einer Erhöhung der Geburtenraten kommen. Wenn wir nicht eine andere Familienpolitik betreiben, wenn wir nicht sorgen, dass wir zukünftige Rentenzahler haben, die auch tatsächlich das System weitertragen können in die nächsten Generationen. Und die Problematik der Geburtenentwicklung wird in diesem Rentenbericht nicht angeschnitten, die ist aber die zentrale Problematik. Und solange man sich um diese zentrale Problematik herumdrückt, wird man nie einen brauchbaren Bericht vorlegen. Mr. Murphy, the interpreters want some lunch. One minute. Herr Murphy, die Dolmetscher wollen auch zum Mittagessen. Eine Minute. I have Mr. Murphy on my list. Herr Murphy steht auf meiner Liste. Ja, bitte, dann jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident. Immer wieder werden wir bombardiert mit Propaganda, die besagt, es gibt dann ein